Ob.
So. Oh ja, wir haben es. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Ich grüße euch, geehrte Ehrengäste, liebe Schützen und Marketenderinnen, Kameraden und Freunde. Un caro saluto al parroco e ai rappresentanti della città di Mantova. Wir sind hier an dieser Stätte zusammengekommen, um an den Tod Andreas Hofers zu gedenken. Wir feiern die heilige Messe und empfehlen dabei ihn und alle Verteidiger unserer Heimat Gottes Güte und Sorge an. Unsere Zeit aber braucht auch Männer und Frauen, welche sich wie Andreas Hofer für den Glauben, für unsere Heimat und für die Menschen einsetzen. Menschen, die den Mut haben, für ihre Werte und Überzeugungen, für ihren Glauben und für die lebendigen Traditionen einzustehen. Weil uns oft aber der Mut dazu fehlt, wollen wir am Beginn der heiligen Messe innehalten und vor Gott unser Versagen bekennen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du Lenker der Welt, deiner Macht ist alles unterworfen. Wir bitten dich für unsere Heimat. Gib den Frauen und Männern, die im öffentlichen Leben Verantwortung tragen, Weisheit und Tatkraft. Gib allen Bürgern die richtige Gesinnung. Lass Eintracht und Gerechtigkeit in unserem Land herrschen und schenke uns allezeit Glück und Frieden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Brief an die Hebräer. Glaube aber ist feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Aufgrund des Glaubens haben die Alten ein ruhmvolles Zeugnis erhalten. Aufgrund des Glaubens erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort erschaffen worden ist und dass so aus Unsichtbarem das Sichtbare entstanden ist. Aufgrund des Glaubens brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch diesen Glauben erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht war, da Gott es bei seinem Opfer gab. Thank you.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Rabbi, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: Questo è mio figlio, l'amato, ascoltate. E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che aveva visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire di risorgere dai morti. E lo ritornarono: perché i figli dicono che prima deve venire Elia? E gli risposero: sì, prima viene Elia, ristabilisce il corpo. Ma come sta scritto nel figlio dell'uomo? Che deve soffrire molto ed essere disprezzato. Io però vi dico che Elia è già venuto e ne ha fatto quello che ha voluto, come sta scritto di lui. Parola di Signore. Liebe Brüder und Schwestern, als mich die Burgeister Schützen gefragt haben, ob ich hier in Mantua an diesem wichtigen Tag und an diesem wichtigen Ort für die Landesgeschichte den Gottesdienst halten darf, habe ich mir gedacht, was kann ich als Deutscher sagen? Die Texte für diese Messe sprechen von der Verklärung Jesu. Und davon möchte ich ausgehend einige Gedanken mitgeben hinein in unser Land, die ich für wichtig erhalte. Verklärte Momente in unserem Leben sind Momente, die schön sind, die am liebsten nicht enden sollen. Oder wie ein Schüler von mir in der Burg einmal so schön gesagt hat: Na, das war einfach bärig. Schöne Momente, verklärte Momente haben aber auch immer einen Bezug zu Jesus Christus. Im Mittelpunkt vom Evangelium steht Jesus Christus. Und leider, diese schönen Momente, die wir erleben dürfen, enden einmal und sie werden vergehen. Und da möchte ich nun ansetzen und einige Gedanken mitgeben. Wir können schöne Momente, verklärte Momente nicht schaffen. Wir können nur den Rahmen dafür bilden. Und der wichtigste Rahmen, damit wir ein schönes, ein gutes, ein verklärtes Leben führen können, sind unsere lebendigen Traditionen, ist das Brauchtum und sind die Werte und Freiheiten, die in unserem christlichen Land durch unsere Vorfahren geschaffen wurden. Man könnte hier nennen den Sonntag, man könnte nennen Herz Jesu, man könnte nennen, weil es bald dran ist, Scheibenschlag Sonntag mit den Segenswünschen für Dorf, Familie und Pfarrer.
alle diese Traditionen haben einen Bezug zu Jesus Christus und alle diese Traditionen schaffen einen Rahmen, in dem es nicht um Leistung, nicht um Arbeit, nicht um Geld und Gewinn geht, sondern es sind Momente in unserem Leben, wo wir ganz Mensch sein dürfen, wo wir nicht funktionieren müssen, sondern wo wir einfach nur genießen und feiern dürfen, weil wir wissen, Gott ist da, Gott trägt und hält. Und doch, liebe Schwestern und Brüder, wenn der christliche Glauben einmal fehlt, so mahnte Papst Benedikt XVI., als er in Witzel war, dann verlieren unsere Traditionen, unser Brauchtum, aber auch alle Freiheit und Werte, die wir haben, ihre Wurzeln. Dann kann man vielleicht noch schöne Stunde feiern, aber sie tragen und halten nicht mehr. Und daher, liebe Schwestern und Brüder, ist es wichtig, dass wir uns nicht nur den Traditionen, den Werten, den Freiheiten und den Brauchtum verschreiben, dass wir sie nicht nur irgendwie leben, sondern dass wir uns für sie auch einsetzen und sie verteidigen. Wir können heute viele Früchte genießen, weil viele Generationen sich seit Jahrhunderten in unserem Land für diese eingesetzt haben, sich für unser Land und unsere Freiheiten bemüht haben. Und dafür gilt es heute auch dankbar zu sein. Aber wer auf seinen Lorbeeren sich ausruht, wird nicht lange bequem liegen. Wir müssen uns einsetzen für unser Land. Wir müssen uns einsetzen für alle Errungenschaften, die wir schon erreicht haben, damit wir sie kommenden Generationen weitergeben dürfen. Und die Kraft und die Orientierung, so sagt das Evangelium, kommt allein von Jesus Christus. Im Lied Auf zum Schwur, das ihr, liebe Schützen, hoffentlich alle kennt, wird diese Orientierung klar benannt. Erhebt zum Himmel Herz und Hand. Vom Himmel her, von Jesus Christus, sollen wir uns für unser Land, für unser Dorf, für unser Verein, für unsere Familien einsetzen. Jesus verlangt von uns, dass wir uns bemühen und einsetzen. Ein bisschen nett sein, ein bisschen glauben, ein bisschen gut und fromm sein reicht nicht aus. Wir sollen Christen sein mit unserem ganzen Leben, damit die Menschen spüren können, dass unsere Herzen und unsere Hände wirklich zum Himmel erhoben sind und dass von dort die Kraft kommt. Wir sollen uns ganz bewusst für Jesus Christus entscheiden und bei ihm Kraft und Orientierung holen, damit wir unsere Traditionen, unser Brauchtum, aber auch unsere Freiheiten und Werte verteidigen und weitergeben können. Liebe Schwestern und Brüder, bevor mir die Laser Bürgermeisterin erfährt, noch ein kleines Zitat zum Schluss. Ein mittlerweile selig gesprochener Südtiroler schrieb einmal: Nicht Gewalt, nicht Geld, nicht geistiges Können hat uns der Herr gegeben, um sein Reich auf Erden aufzurichten, sondern etwas viel Scheideneres und etwas Bescheideneres. Wir sollen Zeugen sein, dass wir als Christen täglich leben und uns für unsere Werte einsetzen. Zu Hause, bei der Arbeit, auf dem Feld, in der Werkstatt und vor den Menschen. Lasst uns Zeugen Christi sein. In den Fürbitten wollen wir uns an unseren Herrn Jesus Christus wenden, dass er uns immer wieder Kraft und Halt gibt, dass er uns die nötige Orientierung gibt.
Signore, fa che tutti noi, illuminati dalla tua parola, diventiamo promotori e custodi di giustizia, di comunione e di pace. Preghiamo, ascoltaci, Signore. Fa che viviamo il tempo che ci dai come un dono della tua bontà. Preghiamo, ascoltaci. Für die Kirche schärfe sie Bekenntnis des Glaubens an dich, ihren auferstandenen Herrn. Christus, hör uns. Rufe alle Christen zur Umkehr und versöhne sie mit dem Vater. Christus, höre uns. Herr, verhilf allen Völkern zu Frieden und zu einer sicheren wirtschaftlichen Grundlage. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Herr, schenke Andreas Hofer und allen Kriegsopfern unserer Tiroler Heimat die ewige Heimat bei dir. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Herr Jesus Christus, du gibst uns Heil, Kraft und Orientierung in der Nachfolge zu dir. Dafür danken wir dir jetzt und in Ewigkeit. Amen. Oh.
Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Marco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es. Deshalb dürfen wir voll Vertrauen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen, und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Herrn Jesus Christus erwarten. Der Herr zu seinen Jüngern gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch und mit deinem Geist.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst in mein Haus, aber sprich mein Wort, das in meine Seele ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, so spricht der Herr. Thank you.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, du nährst uns mit dieser Speise der Unsterblichkeit. Schenke uns die wahre Weisheit, damit wir das Verlangen nach irdischen Freuden mäßigen und das Unvergängliche mehr lieben als das Vergängliche. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Danke sei Gott dem Herrn. Formationen und Erdkompanie. Formationen und Erdkompanie. Wir sind heute hier, um einem Mann zu gedenken, Andreas Hofer. Sein Wille und sein Verlangen nach Freiheit und Selbstbestimmung
hat ihn zu sein Tun und Handeln bewogen. Ich wünsche allen Anwesenden einen guten Morgen und bedanke mich im Namen des Südtiroler Schützenbundes, dass ihr der Einladung der Finchker Schützen so zahlreich gefolgt seid, um hier in Mantua an den Tod des großen Freiheitskämpfers Andreas Hofer zu gedenken. Rivolgo a nome del Südtiroler Schützenbund e mio personale un caloroso benvenuto e un grazie particolare a voi tutti che siete intervenuti oggi per commemorare con noi la morte di Andreas Hofer, avvenute esattamente oggi 213 anni fa. Un particolare saluto a Don Augusto Rosato, al Presidente del Consiglio Comunale Massimo Allegretti e Segretaria Sindaco, Presidente Parco Minio Pallizzera, poi il Professore Rudolfo Signorini e al Presidente dell'Associazione Andreas Hofer Paolo Predella. Namentlich begrüßen möchte ich den Landeskuraten Pater Christoph Waldner, Pater Philipp vom Benediktinerorden Marienberg und mich gleichzeitig für die würdige Messfeier bedanken. Stellvertretend für die drei Schützenbünde den geschäftsführenden Landeskommandanten Thomas Saurer. Ehrenlandeskommandant des Bundes der Tiroler Schützenkompanien Fritz Tiefenthaler und in Christoph von Ach. Nicht zuletzt die Gedenkrednerin Verena Tröger, Bürgermeisterin von Loos. Al microfono chiedo il Presidente del Consiglio Comunale Massimo Allegretti per il saluto di accoglienza. Benvenuto a voi tutti, un saluto alle autorità civili che sono qui intervenute, agli amici dell'Associazione Porta Giulia, del dottor Predella e a tutti voi cittadini mantovani che siete qui oggi. Naturalmente i protagonisti oggi sono la comunità tirolese, quindi cari amici del Tirolo, ho l'onore da diversi anni ormai di portare il benvenuto della mia città Mantova a tutti voi. Benvenuti qui ancora una volta e vedo sempre più numerosi. Mantova è cosciente di quanto la commemorazione di Hofer sia importante. Per voi motivo di orgoglio e di rinnovato spirito di identità culturale. Per noi mantovani un'occasione di aprirsi verso una comunità, la comunità tirolese, ricca di storia, di tradizioni, di una fortissima identità che abita luoghi che sono un incanto per tutti noi. In questi anni, tra l'amministrazione cittadina ed Euregio, è stato valorizzato come mai prima il percorso di Hofer nel comune mantovano. È una valorizzazione che continuerà, perché l'amministrazione di Mantova condivide con Euregio lo spirito teso a superare le barriere culturali. Uno spirito rivolto a rafforzare la collaborazione tra territori appartenenti a comunità diverse ma che condividono un passato comune. E noi tutti siamo figli della storia europea, di questo splendido continente ricco di storia, di slanci, di conquiste e nello stesso tempo protagonista di immani tragedie. Mai avrei pensato che la parola guerra potesse ancora lambire la nostra coscienza di europei. Le nostre guerre le consideravo storia. Un episodio trovo ancora purtroppo pertinente e che voglio ricordare. Vedete, anni fa portai mio figlio ancora dodicenne a visitare un cimitero militare della Grande Guerra. Un cimitero militare, italiano, austriaco, non importa. Di fronte a quelle croci, davanti a quel silenzio, l'Europa di oggi acquista il suo significato più profondo, quello di un continente democratico che vuole promuovere la pace tra sé e il mondo intero, rispettando le identità di ciascuno. Oggi, con una guerra che è alle porte dei nostri confini, quel silenzio deve pesare sulla coscienza di ciascuno di noi. Non solo su quel padre che cercava di spiegare al proprio figlio come fosse importante il valore della pace, della concordia e della democrazia.
Oggi quel silenzio che mi parlava in quel piccolo cimitero sulle Alpi è monito per tutti noi. Su di noi deve pesare il senso tragico della storia. Su di noi deve pesare la voce di quel silenzio. Deve pesare sulle nostre coscienze, perché quella voce ci indica cosa siamo stati e cosa non dovremo mai più essere. Ce lo dice questo cippo dietro di me. Ce lo dicono le mura risorgimentali di questa città. Ce lo impone la storia millenaria, splendida e tragica, di cui siamo figli. Noi oggi siamo qui, in piena concordia civile, in fraterna amicizia, proprio perché quel silenzio, la voce di quel silenzio, non l'abbiamo mai smarrito e non la smarriremo mai. Benvenuti nella vostra città, benvenuti a Mantova. Grazie mille per le sue parole. Grazie. Ich bitte nun die Bürgermeisterin der Gemeinde Laas, Verena Tröger, ihre Gedenkrede. Hohe Geistlichkeit, geschätzte Vertreter aus der Politik, werte Interessierte, liebe Dauferer Musi, aber ganz besonders liebe Marketenderinnen und liebe Schützen aus meinem Bezirk Finchgau, aber aus allen anderen Landesteilen und aus über die unseren Landesgrenzen hinaus. Ich darf alle ganz herzlich heint da begrüßen an dem geschichtsträchtigen Ort. Eine Gedenkrede zum Mondleister Andreas Hofer Feierlichkeiten im Mantua halten zu dürfen, ist eine große Ehre für mich. So viele Schützen heimdorf versammelt zu sehen, erfüllt mich mit tiefer Freude. Vor allem aber deshalb, weil wir drei schwierige Jahre hinter uns haben, geprägt von Verboten, Entbehrungen und Verzicht. Die Figur Andreas Hofer in Unführer der Tiroler Aufstandsbewegung von 1809 und Freiheitskämpfer gegen die bayerische und französische Besatzung brauche ich da niemand mehr vorzustellen. Reden wir über Recht und über Moral der Aufstandsbewegung. Als moralische und juristische Rechtfertigung für die Aufstandsbewegung hat der Umstand dient, dass der bayerische Staat mit der Aufhebung der Tiroler Landesverfassung die Bestimmungen gebrochen hat und somit das Besitzrecht auf Tirol verwirkte. So sind die Tiroler der Auffassung gewesen, man sei einem wortbrüchigen Landesherrn in keinster Art und Weise mehr zu Treue und Gehorsam verpflichtet. Deshalb haben sich die Tiroler zusammengetan, überwältigten und vertrieben die bayerische Militäreinheiten. Vor über 200 Jahren hat es gegolten, zusammenzuhalten und der Besatzung Widerstand zu leisten. In der Zeit hat unser Land um unsere Vorfahren gezeigt, was man durch Zusammenhalt erreichen kann. Heint hat der Feind ganz andere Gesichter und unser Kampf gegen Bedrohungen ist ein anderer. Vor knapp drei Jahren kämpften wir, und nicht allein wir, die ganze Welt, gegen einen unsichtbaren Virus. Ein Feind, der uns von einem Tag auf den anderen total unvorbereitet hingenommen hat. Das kleine Virus hat uns Menschen unsere Grenzen aufgezogen und uns in eine harte Realität katapultiert. Ein Leben mit engen sozialen Kontakten, wie wir es gewöhnt sein gewesen, auf der wirtschaftlichen Überholspur, getreu dem Motto, schneller, besser, mehr, ist abrupt beendet worden und es hat es für lange Zeit nicht mehr gegeben. Unsere geliebten Gewohnheiten, Abläufe, Strukturen seien komplett auf den Kopf gestellt worden. Unsere Bewegungsfreiheit stark beschnitten. Grundrechte
wie sich unsere Vorfahren hart erkämpft haben, sind stark hingeschnitten worden. Was aus der Zeit ist in uns Menschen in als Erfahrung geblieben? Ist es der Wunsch nach weniger und ein bisschen langsamer? Der Wert von Rücksichtnahme und Beitrag zum Gemeinwohl? Oder ist es die Unzufriedenheit, der Neid und die Aggressivität, die zu unserem Wegbegleiter geworden sind? Vor knapp einem Jahr nach der Krieg in der Ukraine, Tausende von Menschen haben ihr Leben verloren. Unzählige Frauen und Kinder haben es flüchten in alle Teile der Welt. Auch wir im Finchgau haben Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen und denen ein kleines bisschen Hoffnung und Zuversicht geben. Wir können unsere Gastfreundschaft durch Nähe, Anteilnahme und Empathie unterstreichen. In dem Krieg in Europa, der unsagbar menschliches Leid mit sich bringt. Aber wie geht es weiter mit dem Krieg in Europa und seinen enormen wirtschaftlichen Auswirkungen? Viele, viele Menschen stehen am Rande ihrer Existenz. Sein Block von Ängsten, Nöten und Sorgen. Wie geht es mit den Lebenshaltungskosten, mit den Energiekosten weiter, für die so viel, die für so viele unerschwinglich geworden sind? Und in unserer Jugend nehmen wir hier auch noch, noch die letzte Perspektive, wenn wir weiterhin mit unserer Umwelt und mit den Ressourcen so umgehen. Das sind Fragen, die derzeit groß im Raum stehen. Fragen, die wir allein durch Zusammenhalt beantworten können. So wie 1809 die Tiroler durch Zusammenhalt gesorgt haben, wie man Herausforderungen gemeinsam begegnen kann. Was aber bedeutet Zusammenhalt? Warum ist Zusammenhalt gerade heint auch so wichtig? Zusammenhalt ist wichtig für die Zukunft unserer Gesellschaft. Weil mehr Zusammenhalt mehr Lebenszufriedenheit bedeutet. Und weil Zusammenhalt das gemeinschaftliche Miteinander enorm prägt. Besinnen wir uns wieder auf unsere Stärken und leben den unseren Tiroler Wert. Leben wir mir den Wert in unsere Vereine. Die Vereine, die Stützpfeiler unserer Kultur. Und gerade da, liebe Schützen, spielt es eine große Rolle. Unsere Aufgabe besteht nicht leider darin, unser politisches Erbe allem wieder aufzuzeigen und zu verteidigen. Nein, es hat enka in Erhalt unserer Kultur, unserer Tradition und unserer Bräuche und Werte auf den Fahnen geschrieben. Und genau deswegen ist es wichtig, dass wir Menschen, das ist das, was wir Menschen in schwierigen Zeiten benötigen. Sie geben uns Halt und Zuversicht, Hoffnung auf eine sichere und lebenswerte Zukunft. Eng Schützen, aber auch alle anderen Vereine brauchen wir. Bleib engen Organisationen und engen Auftrag treu in den schwierigen Zeiten. Bildet es ein Fangnetz für unsere Werte und unsere Kultur. Gestaltet es, gestalten wir das soziale und gesellschaftspolitische Leben in Zukunft gemeinsam und übernehmen wir dafür Verantwortung. Übernehmen wir Verantwortung für unser Tieren und für unser Handeln. Neid, Unzufriedenheiten, Schuldzuweisungen und die meist so hetzerischen Sprüche von den sogenannten Pudelpolitikern sind schlechte Ratgeber in dieser Zeit. Ich bin überzeugt,
davon, dass Leid mit Zusammenhalt, gegenseitige Rücksichtnahme, Glauben, Zuversicht, Ehrlichkeit und Empathie ins als Gesellschaft miteinander weiterbringen. Halten wir zusammen für eine stabilere und eine hoffnungsvolle Zukunft. Ganz nach dem Leitgedanken von Andreas Hofer, Männer und Frauen, es ist Zeit. Ich möchte Verena nur mal ein Grasen vergessen für ihre Gedenkrede aussprechen. Dankeschön. Und es folgt jetzt die Kranz niederlegen. Formationen und Ehrenkunden. Wird jetzt unterbrochen. Die Ehrenkompanie und die Musikkapelle marschieren aus.
Die Formationen harren einen Augenblick im Park da aus. Wir steigen dann in die Busse hin und fahren zur Piazza Sordello Aue, wo erneut aufgestellt wird. Und wir marschieren dann von der Piazza Sordello zum Palazzo d'Arco, wo wir nochmal die Transniederlegung vornehmen.